Ein Aquarell? Ein ländliches Idyll? Vielleicht ein bekannter Biedermeier-Maler. Dass sowas beim Krempel landet, ist kaum zu glauben. So, grüß Sie Gott. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Was gibt's dazu zu erzählen? Gibt's eine Geschichte? Eine kleine Geschichte gibt's. Kleine Geschichte, ja. Die wollen wir jetzt hören, bitte. Also entdeckt hat's eigentlich ein guter Freund von mir in der 1-Euro-Kiste bei einem Trödelladen. Leider war an diesem Tag aber nicht der Besitzer, sondern sein Vater dort. Und der war ein sehr versierter Händler. Ja. Und der hat erkannt, dass das ein Aquarell ist. Ja. Und der hat gesagt, um einen Euro kriegst du das nicht. Ne? Okay. Und die sind sich nicht handelseinig geworden, wobei aber dann mein Freund mir die Geschichte erzählt hat. Und er war irgendwie sehr betroffen. Ja. Weil er hat gesagt, das war so gut gemalt und vielleicht, weiß ich nicht, Gauermann oder Waldmüller oder irgendwie so hat er gesagt. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es eine Geschichte zwischen dem Händler und mir, der auf einer Postkarte, die in meinem Besitz war, scharf war. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht einem guten Freund vielleicht einen Gefallen zu tun. Jetzt habe ich unter Einsatz dieser Postkarte und 50 Euro dieses Bild erworben. Mhm. Und der Freund hat sich wieder gefreut, das Bild wieder zu sehen, aber er war dann irgendwie in Zweifel. Irgendwie so. Das heißt, Sie sind sitzen blieb drauf. Ist mir jetzt geblieben. Ja, ja. Und ich hoffe, dass so man schlimm. Sie vielleicht... Ist nicht so schlimm. Okay. Was wir sehen, ist ein Aquarell mit einer ländlichen Szene. Irgendwo in Tirol oder im ganz südlichen Bayern. An einer Tränke mit Häusern, mit Tieren. Also eine ganze Reihe, fast erzählerische Geschichte. Ne? Eben, was auffällt, ist, dass der Maler doch ein Interesse hat an dem, was er da malt, ein Verständnis auch dafür, für diese Häuser. Das sind jetzt wirkliche Bauernhäuser. Das ist schon hineingeleuchtet in diese Atmosphäre, wenngleich auch das Ganze noch so einen biedermeierlichen Schmelz auch hat. Also es ist nicht kein purer Realismus. Also ich könnte mir vorstellen, dass man so doch auf alle Fälle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sind, vielleicht 40er, sogar 40er so, Jahre, ja, späte 40er. 40er Jahre herum. Aquarell ist es auch. In schlechtem Zustand ist es auch. Und im schlechten Zustand ist es auch. Aber es hat auch irgendwie was, was man eben auch im süddeutschen Raum würde ansiedeln wollen, wo ja eigentlich die Landschaftskunst einen ganz schweren Stand also hatte. Die von Ihnen zuerst genannten Waldmüller oder Gauermann, das geht gar nicht. Es gibt einen bayerischen Künstler, der sehr, sehr, sehr nahe an dieses Aquarell herankommt. Und das ist Heinrich Bürkel. Die Kleinteiligkeit, dieses Komponieren mit ein bisschen nebeneinander, dieses Erzählerische, auch die Gesamtstimmung, die einheitliche Zusammenfassung einer dörflichen Szene, die da ganz realistisch mit zahlreichen kleinen Details, mit Hühnern und Ziegen, mit einem Brunnen, mit den Pferden, dem Zaumzeug und so weiter. Das spricht alles sehr für Heinrich Bürkel. Darf ich kurz... Ich kenne ja das Bild in Groß eben von dem Heinrich Bürkel in Öl mehrfach. Ja. Also das Gebirge ist da das Wettersteingebirge. Ja. Ja. Aber in so einem kleinen Format und das Aquarell nicht. Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich. Dort ist dann ganz minimal. Ja. Also der Junge mit der Fische, mit der Fischerrute ist nicht drauf, aber so ist es. Jetzt, wenn ich mir die Qualität anschaue, dann denke ich mir, es wäre natürlich sehr verlockend, zu sagen, das ist ein Heinrich Bürkel. Der hat sehr viel zuwendungsreich gemalt und so weiter. Ich glaube aber, dass es einer ist, der ein sehr guter Maler war und der am guten Heinrich lernen wollte, studiert hat. Dass es also ein Aquarell nach Heinrich Bürkel ist, aber von einem durchaus reputierlichen, weil der das gemacht hat, der kann malen. Ich möchte den Bürkel selber jetzt nicht tausendprozentig ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ein paar Promille. Und so gesehen ist es auch ein ganz feines, wunderbares Bild. Ich kann Sie nur bitten, es herrichten zu lassen. Das kostet zwar, aber Sie haben nichts gezahlt. Die 50 Euro sind nichts. Die Postkarte war hoffentlich jetzt nicht ein großer Verlust für Sie. Sie haben es doppelt. Sie haben es doppelt, sehr gut. Also dann, wenn man einen Restaurator, der das festigt, der man vielleicht das Eckerl ansetzen kann, der versucht auch die Vergilbtheit herauszuholen. Sie werden sehen, das ist ein reizendes Bild und ganz im Hinterkopf
Vielleicht gibt es die Chance, irgendwann einmal eins nachzuweisen, dass es vielleicht dann doch ein Bürkel ist. Das sollte Sie motivieren, vielleicht ein bisschen was zu investieren. Jedenfalls ein guter Kauf und wir können nur gratulieren. Und dann hat man auch so ein Stück Spätbiedermeier zu Hause durch die Augen eines bedeutenden Künstlers gesehen. Ein Wert trotzdem? Ja, wenn das, würde das durchaus, wenn das hergerichtet ist, durchaus in die Größenordnung von 800 bis 1200 Euro, wenn er nicht identifizierbar ist. Und wenn es der Bürkel ist, ist es auch nicht sehr viel mehr wert. Dann wird es vielleicht 2500 Euro sein. Aber es zahlt sich aus, auch aus Verantwortung dem kleinen Kunstwerk gegenüber. Okay? Okay? Danke. Dankeschön, auf Wiedersehen. Und rufen Sie jetzt Ihren Freund an als nächstes? Ja, ich hätte ihn ja gerne ein bisschen gekitzelt, ne? So dass er, dass die sagen, ja, das ist ein eindeutiger Bürkel. Ne? Leider hat der Herr Giese die gleiche Meinung wie der Gerhard in dem Fall. Ne? Jetzt bleibt es Ihr Bild. Schauen wir mal. Vielleicht, ja, schauen wir mal. Vielleicht, wenn er es im Fernsehen sieht, dass er dann nochmal die Begeisterung zeigt. Ne? Und dann was anbietet.